Moin Moin, meine lieben Filmfreunde, und ich begrüße euch zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, ich bin getaggt worden, zum ersten Mal bin ich getaggt worden und nehme an so einer Umfrage teil. Das mache ich natürlich gerne. Michas Filmwelt hat ein cooles Format, wie ich finde, ins Leben gerufen, und zwar den Filmfiguren-Tag. Benny von Benny's Movie hat mich getaggt. Recht herzlichen Dank. Grüße gehen raus an dich, Benny. Ja, ganz einfach. Ich werde die Fragen erstmal beantworten und danach dem Video, oder vielmehr nach den Fragen, werde ich meine Figuren, die ich in meiner Sammlung habe, euch zeigen. Sind nicht gerade die besten Lichtverhältnisse, weil ich muss mir mal was einfallen lassen. Ich muss mir mal für die Kamera irgendwie so eine kleine Aufstecklampe kaufen. Wenn ihr mir irgendwie einen Tipp geben könnt, wie man oder welche Kamera, ach Quatsch, welche Lichtquelle man am besten auf eine Kamera setzen kann, die preisgünstig ist und die auch nicht zu groß ist, aber gutes Licht bringt. Ansonsten mache ich mich auch gerne mal selbst schlau. Aber wie gesagt, wenn einer weiß, wo man sowas bekommt, oder dann gerne unten in die Kommentare reinhauen. So, ich fange dann auch gleich mal an. Die erste Frage lautete ja, seit wann sammelst du eigentlich Figuren? Diese Frage kann ich eigentlich kurz und schnell beantworten. Es sind jetzt ungefähr seit 3,5 Jahren, wo das ein bisschen intensiver geworden ist. Ich habe zwar früher schon in meiner Jugend die eine oder andere Figur gesammelt, aber die sind dann irgendwann bespielt gewesen und viele Teile fehlten, und dann sind sie irgendwann mal in so eine Kiste gewandert und irgendwann mal auf dem Flohmarkt verschwunden. Ja, und jetzt sammle ich wieder. Angefangen hat es damals, als der erste Star Wars Film wieder in die Kinos kam, also die Vorgeschichte. Da habe ich mir mal die ein oder andere Figur gekauft. Ich habe auch noch eine Figur aus damaligen Zeiten, aber die habe ich jetzt nicht im Video mit drinne, weil die liegt irgendwo in einem Schrank, wo ich jetzt nicht rankomme. Aber ich habe sie noch und ich werde sie irgendwann mal aus dem Schrank holen und in meine Sammlung mit integrieren, in die Star Wars Sammlung. Ich habe einige Star Wars Figuren schon, wie ihr nachher auch im Video sehen könnt. Und ja, das war soweit zum Frage Nummer 1. Die zweite Frage lautete, glaube ich, müsste ich jetzt nachschauen, wüsste ich jetzt gar nicht so aus Anhieb, weil ich sitze jetzt ganz woanders und mein Rechner steht woanders. Aber ich meine, was mich an Figuren fasziniert. Das ist auch ganz einfach zu erklären. Man möchte als Filmfan, als Filmfan ganz gerne die ein oder andere Figur aus dem Film in seine Sammlung gerne integrieren. Und zum Beispiel bei Star Wars ist es so, da gibt es so viele Figuren, die man gerne haben möchte. Mir fehlt einfach der Platz und ganz einfach auch das Geld dafür. Ich bin auch schon grob und dran, mir hochwertige Star Wars Figuren in der nächsten Zeit anzuschaffen, weil die haben dann einfach mehr, ja, Stil und wahrscheinlich auch vom Wert her. Sind vielleicht am Anfang ein bisschen teurer, weil mein Budget für Figuren ist nicht so groß. Ich sag mal maximal 260 Euro
würde ich schon für eine Figur investieren, aber mehr auch nicht. Und um ganz einfach, die Figuren aus dem Film vielleicht, die man cool findet, einfach zu Hause in seiner Sammlung zu haben. Das fasziniert mich am meisten. Vor allen Dingen, heutzutage hast du die Möglichkeiten, Figuren so herzustellen, dass sie dem Comic, der Comicfigur oder der Filmfigur im Film sehr, sehr ähnlich sind. Ich habe einige Figuren da, die kommen dem Film. Meine. Der Filmfigur echt super nah, sind wie dem Schauspieler aus dem Gesicht geschnitten. Und diese Figuren sind noch gar nicht mal so teuer. Ich habe nachher Jack Sparrow Figur, die habe ich noch im Karton. Ich habe auch noch andere im Karton. Die werde ich irgendwann mal auspacken. Da werde ich auch noch mal ein persönliches Video drüber machen. Aber erstmal muss das Tageslicht besser werden, weil ich habe im Moment keine naja, ihr wisst, was ich meine, also kein zusätzliches Licht. Ich mache alles zurzeit mit Tageslicht. Deswegen muss ich mal gucken, dass ich irgendwie mal ein anderes Licht bekomme, damit ich auch sowas mal machen kann. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Der sieht dem Jack Sparrow, also Johnny Depp, wie aus dem Gesicht geschnitten aus. Und sie ist gerade, glaube ich mal, ich meine maximal 25, 30 Zentimeter groß, mit Stoffklamotten und absolut top. Und ja, die ist dann, die Firma weiß ich jetzt im Moment gar nicht aus dem Kopf, da habe ich noch zwei von 112. Einmal den Hellboy und den Dr. Zavis aus Planet der Affen. Die sehen auch absolut top aus und sind im Preis-Leistungs-Verhältnis um die 100 Euro. Und ja, das ist einfach. Und ich denke mal, ich werde mehr oder weniger irgendwann da zu diesen Figuren hintendieren, dass sie halt eben auf dieser Preiskategorie bleibe. Es gibt auch die eine oder andere Figur, die ich mir noch vorbestellt habe, die etwas teurer ist. Die teuerste Figur kommt irgendwann in den Fragen auch. Ich gehe das jetzt grob mal so chromatisch durch. Ob das jetzt in der richtigen Reihenfolge ist, wie ich das jetzt hier mache, weiß ich nicht. Ich mache das jetzt zum ersten Mal und ihr nehmt mir das nicht übel, dass es vielleicht nicht so ganz akkurat ist. Aber jeder Anfang ist schwer und ja, ich mache das Beste draus. Wie gesagt, ich habe noch eine Figur vorbestellt, die sollte sie schon letztes Jahr erschienen. Aber da Sean Connery im letzten Jahr verstorben ist, hat sich die Figur leider auch verschoben und kommt erst im Juni oder Juli diesem Jahres. Und ja, die Figur kostet mal ebenso 240, 50 Euro, so um den Dreh. Und ist auch, ich glaube, die ist 30 Zentimeter groß. Kann auch ein bisschen größer sein. Und das ist dann halt eben bis zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt dieses Video aufnehme und auch die Figur, die in meine Sammlung wandert, die teuerste. Ich habe mir noch eine Figur vorbestellt, obwohl da weiß ich auch nicht, wann sie kommt. Und das ist zwar Sylvester Stallone Rambo. Ich meine, das müsste der zweite Teil sein. Die habe ich mir auch vorbestellt. Die liegt auch bei 250 Euro und ist top. Das wären denn so die teuersten Figuren, die dann in meine Sammlung gewandert sind und auch wandern. Und ich denke mal, darüber werde ich auch nicht gehen, weil mir einfach
das Finanzielle fehlt und ich weiß auch gar nicht, wo ich sie dann hinstellen soll, weil ich einfach den Platz nicht habe. Oder ich muss ganz einfach mich von einigen Figuren, die ich jetzt habe, dann trennen, um halt eben die aufstellen zu können. So. Dann bin ich wieder ein bisschen abgeschweift vom Thema, aber naja. Ich glaube, die nächste Frage war, genau, das war auch, glaube ich, so ein Thema, wie teuer eure Figuren sind oder wie teuer ist deine teuerste Figur. Das habe ich dann jetzt hiermit so beantwortet. Und genau, dann war noch eine Frage, was macht ihr mit den Verpackungen? Einige Verpackungen habe ich so, wie sie sind, stehen sie im Regal. Obwohl, langsam wird es knapp mit dem Platz. Ich glaube, ich werde einige auspacken. Bei den Negan-Figuren ist das so. Die haben so eine geile Verpackung. Ich denke mal, da werde ich sie in der Verpackung lassen. Auch über die Figuren werde ich auch irgendwann nochmal ein Video drehen. Ich habe jetzt gerade zwei Figuren von Zurück aus der Zukunft bekommen, Marty McFly und den Biff, und eine Marty McFly Figur fehlt noch aus der aus dem Set. Das war so ein Dreier Set, habe ich damals gekauft, für knapp 80 Euro bestellt. So, die anderen beiden Figuren waren schon da und ein Martin, der fehlt noch, der wird demnächst auch kommen. Also ich habe bis jetzt bei meinem Händler meines Vertrauens, da mache ich auch keinen Hehr drum, wer das ist, es ist ein Comic Shop in Hamburg, und zwar der Comic Cave. Den Link verpacke ich euch mal unten in die Beschreibung. Ich habe auch noch zwei andere Shops, wo ich meine Figuren bestelle. Ich habe zum Beispiel noch, ich glaube, der heißt Action Figuren 24, glaube ich, heißt der. Und dann habe ich noch einen speziellen Shop, wo man halt eben nur Star Wars Figuren bekommt. Und die klapper ich so nach und nach mal ab und guck, wo die ein oder andere Figur preisgünstiger ist. Und wo die dann preisgünstiger ist, schlage ich zu. Oder natürlich auch, wenn ich irgendwo im Geschäft bin. Jetzt ist es jetzt halt nicht möglich, aber wenn ich jetzt so mal wieder irgendwo in so einem Spielzeugladen bin, gehe ich da auch gerne rein und stöber da mal rum und guck, was es da gibt, und dann greife ich da auch gerne mal zu. Hin und wieder findet man mal auch was auf dem Flohmarkt. Aber manchmal fehlen da der ein oder anderen Teil, aber wenn die Figur gut aussieht und das Gröbste vom Zubehör da ist und ich bekomme sie für einen schmalen Taler, dann nehme ich sie mit. Ich habe zum Beispiel den Robocop, den ihr nachher auch noch im Video sehen werdet, den habe ich vor 2 Jahren auf dem Flohmarkt geschossen. Eigentlich wollten wir ins Kino und dann haben wir noch Zeit gehabt, dann sind wir beim Flohmarkt geschlendert. Und da war so eine Frau, so eine ältere Frau, die hatte ihre Figuren und andere Sachen, und da stach der mir ins Auge. Und ich habe dann gleich so drunter geguckt, von wem die Figur ist, und dann sah ich, McFarlane Toys. Da war doch was, McFarlane Toys Figuren sind doch eigentlich recht teuer. Ich habe dann die gute Frau gefragt, was die Figur kosten sollte, und sie sagte, ja, sie wollte da 50 Euro für haben. Und da habe ich gesagt, hier fehlt aber was, ich gebe 40, und dann habe ich sie für 40 Euro mitgenommen. An- und Verkauf haben wir bei uns in der Stadt nicht mehr. Der hat geschlossen vor einem letzten Jahr. Lohnt sich wohl nicht mehr für ihn. Der macht nur noch online, wie so viele es auch nur noch Online-Verkäufe. Verdient er wohl mehr? Okay, ist klar. Ne? Du hast keine Personalkosten, die du tragen kannst, musst. Keine Miete, etc. etc. Also kannst du dann. Und online kaufen die meisten ja so oder so noch ein. Obwohl ich gerne ins Geschäft gehe und mir die Figur oder einen Film oder sonst irgendwas gerne angucke und dann zu entscheiden. Ja,
ein großes Geheimnis, wo man sonst noch Figuren kaufen kann, weiß ich nicht. Wenn man den einen oder anderen Tipp dann so hört, wo es noch Figuren kommt oder wer noch Figuren herstellt, der Micha zum Beispiel hat gerade jetzt den Leonardo DiCaprio sich gekauft. Auch in meiner Preiskategorie so, ne? 150 € so, habe ich mal geguckt, was sie neu kosten. Man kann sie auch teilweise mal gebraucht kriegen. Der sieht wie den Leonardo, wie aus dem Gesicht geschnitten aus. Absolut genial. Und da war ich dann mal auf der Seite oder habe mir diese Figur mal gegoogelt und habe gesehen, dass da noch andere Figuren, also Filmfiguren, zu einem wirklich erschwinglichen Preis gibt. Ich packe euch den Link unten mal in die Beschreibung mit rein. Dann könnt ihr da auch gerne mal stöbern. Vielleicht habt ihr die ein oder andere Figur da, entdeckt ihr die ein oder andere Figur für euch da aus. Auch. Meine Herren, schwierig, schwierig alles hier. Naja, aber wie gesagt, ich schneide hier nichts raus oder verbessere mich oder sonst irgendwas. Das ist halt so. Ich finde immer, das macht so ein Video oder den Menschen, der dahinter steckt, der seine Sachen vorstellt, macht es halt eben menschlich und sympathisch. So kann derjenige, der halt eben zuguckt, ganz genau sehen, aha, das ist eigentlich ein ganz dufter Typ. Hat genau den gleichen Spleen wie ich auch, sammelt Filme und Figuren. Ne? Ja, dann war noch eine Frage, was macht ihr mit den Verpackungen? Die kann ich ganz knapp und schmerzlos beantworten. Die kommen alle in einen blauen Sack, werden dann ordentlich verschnürt und kommen auf den Dachboden. Der ist einigermaßen trocken. Ich schaue natürlich hin und wieder mal, ob da alles in Ordnung ist, aber ansonsten kommen die dann da rein und ja, mal gucken, was man dann da später mal mit macht. Obwohl, irgendwann wird auch der Platz auf dem Boden oder im Keller knapp und man weiß nicht mehr, wo man mit den Verpackungen hin soll. Aber das mache ich auch nur bei hochwertigen Figuren. Zum Beispiel, wenn ich jetzt so eine ganz normale Figur habe, die auf so einer Karte ist mit so einem Sichtfenster und ich packe sie aus. Mein Gott, wenn die Karte heil geblieben ist, dann bewahre ich nur die Karte auf und dann ist das gut. Man kann nicht alles aufbewahren, weil sonst hast du ohne Ende Verpackung und weißt irgendwo nicht mehr, wohin damit. Und beim Wiederverkauf, ja, es ist immer so eine Sache. Aber ich muss auch dazu sagen, ich würde jetzt nicht großartig Figuren sammeln, weil sie vielleicht im Wert irgendwann mal steigern, weil irgendwann ist alles mal zu Ende. Wir alten Hasen, sage ich mal, Filmfreaks, die gerne eine coole Figur zu ihrem Lieblingsfilm haben möchten, um sie ein bisschen aufzuwerten, sind noch mit Eifer dabei. Zwar wenn nicht für jeden Charakter kriegst du eine coole Figur, aber man tut das Beste. Also ich habe bei meinem Händler meines Vertrauens so viele Figuren auf der Wunschliste. Meine Herren, wenn ich die alle haben möchte, der bräuchte eine größere Wohnung. Und da muss auch die Frau irgendwann noch mitspielen. Das ist das große Thema nämlich noch. Die Frau muss mitspielen. Weil wenn die bei deinem Hobby nicht mitspielt, dann hast du ganz schlechte Karten. Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt alle Fragen so richtig beantwortet habe und in der Reihenfolge. Aber ich hoffe mal, ja. Ich habe mein Bestes gegeben und fällt mir doch was ein, mal überlegen. War noch ein Thema, ein Punkt, den ich angesprochen habe. Nee, welche Figur kommt als nächstes rein? Das habe ich ja euch erzählt. Ach ja,
Ich hoffe, dass im März oder Anfang April kommt Terence Hill und Bud Spencer als Actionfigur raus von Okidoki. So heißt der Hersteller. Die Okidoki war mir auch so nicht bekannt, als ich im letzten Jahr als ich ein Video gesehen habe von einem meiner Abonnenten, der auf einer Comic-Con oder Veranstaltung gewesen ist, und da war halt eben auch dieser Okidoki-Stand und der präsentierte halt eben Figuren und auch, glaube ich, Büsten. Ansonsten sind die mehr oder weniger für Spiele bekannt, die machen mehr Spiele. Aber die wollen jetzt wohl auch auf den Figurenmarkt aufspringen und ja, gibt halt eben richtig coole Sachen. Und es gibt auch noch, wie heißt die andere Hersteller, die sind eigentlich auch recht teuer. Achso, Ion Studios. Wie gesagt, ich schaue euch ein paar Links unten in die Infobeschreibung, wo man Figuren kaufen kann. Und dann könnt ihr gerne mal schauen. Vielleicht ist ja was für euch dabei und ihr entdeckt was. Und ja. Gut. Dann ist nur noch eins zu sagen. Ich bedanke mich für das Taggen an dich, Benny, und auch an Michael, der diesen Tag ins Leben gerufen hat. Echt cool. Und jetzt bin ich an der Reihe, zwei oder drei Leute zu taggen. Und mal überlegen, wer fällt mir da spontan ein? Genau. Ich mal gucken, ob er auch sich das Video anschaut. Und ich versuche ganz einfach mein Glück. Und zwar ist das der Marc von... Sein Kanal heißt... Comic Toy Hunter. Den verlinke ich euch unten auch. Könnt ihr gerne mal reinschalten. Und bei Gelegenheit vielleicht ein Abo dalassen. Die machen richtig coole Sachen. Und wen tagge ich denn noch? Das ist gar nicht so einfach, wenn du spontan jemanden taggen sollst, wo du ungefähr weißt. Ach ja, den Dennis. Oh, ich komme jetzt nicht auf seinen YouTube-Kanal. Den Dennis, der hat überwiegend 112-Figuren. Falls du das guckst, bist du gerne herzlich eingeladen, hier an diesem Tag dran teilzunehmen. Ich stecke euch alles unten in die Infobeschreibung, auch die Kanäle, und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Mitmachen. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich, dass ich mitmachen durfte. Ich hoffe, ich habe alles so einigermaßen gut über die Bühne gebracht. Wie gesagt, jeder Anfang ist schwer. Und ja, ich sage danke und sage an dieser Stelle, Marco ist wieder raus. Achso, und viel Spaß mit meinen Figuren.